Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vampirecraft Hausbau. Wie ich schon im letzten Teil gesagt habe, überlege ich mir etwas mit Redstone, wie wir die Eingangstür richtig cool gestalten können. Und das habe ich jetzt in dieser Testwelt und ich finde die Tür so genial. Also man glaubt einfach gar nicht, dass das einfach eine Tür ist, also wenn man drin ist, also diese kleine Tür, aber eine ganz spezielle. Wenn man drin ist, drückt man einfach auf den Knopf, kann rausgehen. Wenn man draußen ist, ist da kein Knopf. Aber dafür gibt es einen Geheimgang. Man kann es auf zwei Varianten machen, weil wenn man gerade fliegend von irgendwem kommt, kann man einfach durchs Bild fliegen und den Knopf betätigen und dann gehen die Türen auf. Oder wenn man geht, kann man zwei Varianten machen. Man kann einfach reinspringen, dann Knopf drücken, rausgehen durch die Tür. Oder man springt durchs Bild und springt durchs nächste Bild. Das ist voll ein Geheimgang. Das heißt, wenn ich keinen Bock habe, Knopf zu drücken, mache ich einfach so und man ist wieder draußen. Und das da, genau das hier, möchte ich in den Between Lands in mein Haus bauen. Ich finde das so die geile Idee mit dem mit den zwei Bildern, weil man kommt, wenn man nicht weiß, dass ich Geheimgänge im Haus habe, kommt man nicht drauf, dass man da einfach durchspringen kann. Ich kann es natürlich auch umstellen und sagen, einfach da ist ein Block kleiner, dass ich nur als Fledermaus da durchfliegen kann und dass halt nicht jeder durchgehen kann. Aber wer will schon unbedingt in mein Haus, also da gibt's jetzt nicht so viel zu klauen oder so. Also ist klar, aber das ist natürlich versteckt. Aber ich finde die Idee so cool. Von einem Knopf drin. Oder dass man einfach noch durchs Bild springen kann. Und das bauen wir jetzt. Ich weiß, warte, lass mich kurz überlegen. Es ist ein bisschen Technik erforderlich, ein bisschen Redstone. Ich hoffe, wir haben genug Redstone und Schleimblöcke oder generell Schleim noch, sonst muss ich wirklich schnell nach Schleim suchen gehen. So, also dafür brauchen wir Redstone. Hier hätten wir einen Schleimblock. Ich weiß aber nicht, ich glaube, der ist jetzt nicht so wichtig. Den kann man auch eigentlich wegtun und das dahin tun und das da einfach eins höher. Ich glaube, das mache ich. Das ist einfach viel einfacher, dann brauche ich kein Schleimblock. Aber dafür brauche ich Schleim für den Schleimkolben. Da haben wir hier eine Redstone Leitung, die geht dann nach vorne. Das ist eigentlich easy peasy. Das Schwierigste ist dann nur das mit den Bildern und mit dem Kolben. Ja, schaut auch einfach aus. Wir brauchen halt Bilder. Ich weiß halt nicht, wie man Bilder macht. Das ist das Einzige. Kann man Bilder machen, oder? Das wäre halt schon blöd. Ja. Wolle und Stöcke. Sollte ich hinbekommen. 1, 2, 3 Bilder bräuchte ich. Ich muss noch ein bisschen Wolle holen. 2 Bilder brauche ich unbedingt. Den Rest kann ich auch später holen. Den Rest haben wir eigentlich. Ja, ich bereite mich schon mal in Between Lands vor, was wir alles brauchen. Und dann sehen wir uns, wenn es soweit ist. So, also ich habe jetzt alles zusammengesucht, was wir brauchen könnten. Und ich würde sagen, ich versuche jetzt einfach an Anhieb alleine. Achso, nee, doch, wir brauchen Kolben. Ich dachte, wir haben alles. Ja, schön. Kommst du? So. Wir brauchen noch einen Kolben, einen Sticky-Kolben. Und wir haben alles. Also, hoffentlich. So, also was wir brauchen, ich habe schon ein bisschen vorgebaut, ist, nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen die. Ich sag nicht, dass ich... Okay, wir sind uns ja nicht die Sachen ab, die wir wirklich brauchen. So, zum zweiten Mal, jetzt habe ich alles. Wir brauchen hier zwei Verstärker, dann hier eine Redstone Leiter.
eine Redstone-Leitung nach unten, hier genauso. Brauche ich hier irgendwo einen Verstärker, dass das Signal auch komplett dort ankommt. Ich habe keine Ahnung, wieso das aber jetzt so laggt oder was das für Problem hat. Perfekt. So. Hier habe ich ein bisschen Platz. Den Platz werden wir dann gleich benutzen oder brauchen, benötigen, denn hier kommt die ganze Technik hin, dass die Türen auch offen bleiben. Der Kondensator, den ich schon zweimal hier gebaut habe. So. Und zwar, man hat hier die Türen. Das heißt, ich hole mir kurz, haben wir eh dabei. Ich bin gar nicht organisiert. So. Stone. Quarz brauchen wir gar nicht. So. Und zwar, das ist jetzt eine ganz bestimmte Tür, weil die höher ist als normale Türen. Es liegt daran, dass die unten hier noch, also oben genau, unten ist, hat die noch so zwei Falltüren auf beiden Seiten. Und dann kommen hier die eigentlichen Türen. So. Und dann hier drin noch eine. Perfekt. So ist es dann, dass es dann so ausschaut. Und jetzt haben wir hier, muss mich überlegen, ich glaube, dass wir den hier haben. Oder hier. Ein von den zwei, ich glaube, wir haben hier den Knopf. Weil hier kommt das Bild hin. Wenn ich mich nicht falsch. Ja, genau, hier kommt das Bild hin. Da fliegt man hier so rein. Hier so um die Ecke, glaube ich. Dann haben wir hier einen Knopf. Hier ist Redstone. Hier ist Holz. Hier zweimal Holz. Oder dreimal. Hier kommen dann auch noch Holz hin. Und hier hat man den zweiten Knopf. Kann ich mir vorstellen. So, und wenn wir hier den Knopf haben, ist das Redstone ja hier. Nein, das Redstone ist in der Fleisch. Doch, das Redstone spinnt schon. Es geht dann nämlich so hier weiter. Und dann hier so raus. Und zwar das Redstone. Ich schaue nochmal, wie ich die Konstruktion gebaut habe. Und das sehen wir uns wieder. So, ich weiß jetzt wieder, wie wir das gebaut haben. Oder wie ich das gebaut habe. Und zwar, wir haben, also stimmt alles, und dass es dann so geht. Man hat hier den Ausgang, also passend zu ungefähr in der Mitte. Das heißt, das nicht stört das da, nee, stört nichts da. Und hier hatten wir auch noch, so, genau, und man geht dann hier so raus, und der Knopf ist hier angebracht. Das heißt, wir brauchen eine Wand nicht. Das ist super. Ja, doch, das passt schon. Muss das Design halt nur noch immer ein bisschen ändern. Ja, der Server spinnt wieder mal. So, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil gerade so viel gebaut wird. Also auch bei den PG-Gun. Zum Beispiel der Max, der baut richtig viel. Ich war einmal dort, der hat in einem Tag, die haben schon eine große Höhle, also die haben irgend so eine Höhle unterm Berg unterm Baum gebaut, das ist schon richtig cool. So, wir haben hier das Eingangding, hier ist der zweite Knopf, der Rest kommt dann mit Chisel Bits Flächen drüber und hier kommt der Kolben hin, der kommt hier drauf. Dann hier den Redstone-Block. Dann hier den Kondensator. Doch, das hat schon vorgestimmt. Warum ist nicht eins höher? So, und zwar hier kommt der Kondensator hin. Mit den ganzen. So. Und dann
wird das hier so verbunden. Und jetzt sollte es eigentlich klappen. Woran liegt da? Achso. Ich habe jetzt noch vergessen. So, jetzt sollte es perfekt sein. Perfekt, man kann durchgehen. Und es schließt sie wieder. Jetzt mache ich das noch mit dem Bild. Das wird ein bisschen komplizierter. Dann fällt da echt nichts ein. Ich mache zuerst mal die vier Schilder und die zwei Bilder, weil ich habe zwei Wolle bekommen oder gefunden noch in der Natur. Und die machen wir jetzt zuerst mal zu zwei Bildern. Jetzt geht sich zwei aus, schaut aber nicht so aus. Auch noch ein paar Sticks. So, wo haben wir hier die Bilder? Da oben. Da, so. Und da können wir zwei machen, das ist ja perfekt. Und dann brauche ich noch, was ich brauche. Ja, stimmt, Schilder. Und zwar die hier. Zweimal. So, perfekt. Jetzt sollte alles klappen eigentlich. Und zwar, wir machen das so. Auch die zwei Blöcke weg. Dann holt man hier die zwei Blöcke zurück. Ich schaue lieber nochmal nach. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Schlepsen hier war. Bin gleich wieder da. Okay, also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut und es ist genauso, wie ich es gebaut habe. So, hier. So, ein Block vergessen. So, das ist das Bild hier. Einmal so. Ja, lass mal das mal. Schaut cool aus. Okay, und dann machen wir den hier weg und dort das Schild hin, dann umgekehrt auf der einen Seite auch das hier weg und dann das Schild hin. So, perfekt, das ist schon mal der Ausgang. Das gleiche brauchen wir jetzt auf der einen Seite, auf der anderen Seite. So, bauen wir hier die zwei weg. Und dann hier ein, hier ein und hier ein. So, und dann das Bildchen. Perfekt. Zwei verschiedene Bilder passen auch. So. Und wenn ich noch eine Wolle bekomme, kommt hier dann noch ein Bild hin. Und zwar, da machen wir genau das gleiche. Perfekt, und da unten auch. Und voilà, haben wir unseren Geheimgang. Der Rest, den zeige ich euch gleich, wie ich den mache. Muss ich nämlich hier den letzten wegtun. Dann platziere ich einen davon hin. Die Türen sind schon cool, am meisten die zwei. Und brauche den hier und den hier.
Packen wir das da mal weg. So. Und dann nehmen wir das und tut die mal alle weg. So, dann nimmt man den hier, nimmt auch klein. Und dann packen wir das so auf alle Seiten drauf. Drüber dann auch. So, hier kommt dann noch was, okay, das wird dann noch komplett verändert, so dass man da nichts sieht, aber so ist das halt. Und dann baut man den hier kurz und den hier und den hier. Dann packt man das letzte hin. Hier. Dann packt man hier wieder das Holz hin. Voila. Schaut wunderschön aus. Die geht man durch. Wenn man Bock hat, dann kann man hier rein. Knopf drücken, hier durch. Oder wenn man keinen Bock hat, die Türen aufzumachen. Voila. Oder beim Anflug. Also es geht richtig cool. Und so will ich ganz viele Geheimgänge in mein Haus haben. Das heißt, wo man zum Beispiel als Fledermaus nur durch so ein Loch fliegen kann. Ein verstecktes. Oder ja, mehr mit den Bildern. Oder kann auch mit Chips und Bits arbeiten. Also man kann als Fledermaus viel machen. Und das Coole ist nämlich, du kannst als Fledermaus drücken. Das heißt, du könntest auch so durchfliegen und von da kommen, die ist nervig, von da kommen, hier reinfliegen, drücken, hopp, Fledermaus durchgehen, bevor man gebissen wird von denen. So, und jetzt würde ich anfangen, ich werde das vielleicht sogar zusammenschneiden und, nicht zusammenschneiden, sondern verschnellern, zur Art Timelapse. Es ist jetzt, wie ich jetzt mit Chisel, weil ich werde jetzt mit Chisel und Bits arbeiten und versuchen, den ganzen Raum hier, das Ganze zu verhübschen. Das heißt, dass man das nicht mehr sieht, dass man das nicht mehr sieht. Einfach die Decke ein bisschen hübscher machen, dann das Geländer machen, hier das Holz machen, weil ich ein bisschen mit, Art, also mit künstlerischen Geisterung, dass ich hier zum Beispiel Designs mache und hat nämlich Redstone Blöcke, die man chippen kann. Dann kann man mit Redstone hier arbeiten. Also mit Redstone Pixeln oder mit Holzpixel oder mit was auch immer, was ich halt finde von Holzarten oder Blockarten, Stein und so. Aber das ist das Haus oder eher gesagt das Tor vom Haus, den kommenden Schiffen. Was? Kann man austrinken? So, okay, und zwar hier das Haus. Das möchte ich ziemlich hübsch bauen. Das heißt, hier werde ich noch was hinbauen. Dann hier kommt das zweite Bild hin. Dann werde ich hier das komplette Vorderdach, also komplett hier den Anfang neu bauen, so dass man einfach viele kleine Details hat. Hier vielleicht irgendwo einen kleinen Tisch oder so, irgendwo wo man Mäntel ablegen kann, vielleicht Spinnen an der Decke oder was auch immer. Das habe ich jetzt halt vor. Aber das kommt jetzt nicht mehr in diese Aufnahme. Das heißt, in der nächsten Aufnahme wird sie wahrscheinlich sehen, wie ich anfange mit Chisel und Bits zu arbeiten. Und ja, das war's. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Am besten einen coolen Redstone-Schaltung. Ich finde das richtig cool. Am besten, dass man da durchs Bild hüpfen kann. So, das war's und wir sehen uns in der nächsten Baufolge.